Was geht YouTube? Marcel ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen zum lang erwarteten Interview mit Tommy, Leute. Ja, wie ihr an meinen roten Flecken hier seht, habe ich wieder ein Interview geführt, denn das ist bei mir immer so, immer wenn ich so lebhafte Gespräche führe, dann werde ich einfach hier so ein bisschen rot. Das sieht man auch schon in ganz alten Call of Duty Videos und so, also nicht darüber wundern, Leute. Wir haben über alles gesprochen, Leute. Wir haben über Ex on the Beach, über Sandra, über Vanessa haben wir gesprochen. Wir haben über die I Do One Staffel gesprochen und warum sie das Geld nicht gewonnen haben. Wir haben verschiedene Community-Fragen eingebaut. Das heißt, das Video ist wieder so, dass ich erst meine Fragen gestellt habe und dann habe ich eure Fragen gestellt. Die konntet ihr über die Community-Funktion auf YouTube stellen. Das Ding ist echt lang geworden, weil es waren auch einfach zwei Formate, über die man sprechen konnte. Wir haben uns natürlich eher auf I Do One fokussiert, aber trotzdem kam natürlich auch ein bisschen Ex on the Beach vor. Ja, dann würde ich sagen, lehnt euch zurück, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken und jetzt geht's los mit dem Interview mit Tommy. Lasst dem Kanal gerne ein Like und ein kostenloses Abo da und let's go. Ja, Leute, und ihr seht schon, Tommy, die Legende aus zwei Formaten, die wir geschaut haben, ist jetzt am Start. Ich wollte, bevor wir anfangen, weil du hast mich kurz vor der Aufnahme gefragt, wollte ich dich noch über meine Französischkenntnisse informieren. Sehr wichtig, sehr wichtig. Wenn wir jetzt ein Interview machen, musst du ein bisschen Französisch reden. Ich hatte 6 Jahre Französisch in der Schule und ich kann nur einen Satz noch. Ich habe alles verlernt, aber ich kann sagen, je suis en colère. Je suis en colère. Weißt du noch, was das heißt? Ja, das heißt, ich bin wütend. Ich bin sauer. Ja, dein Akzent... Man könnte fast glauben, du bist französisch. Ich heiße ja auch Marcel, der französischer Marcel, ja, Vorname. Marcel ist französisch, ja, das ist sehr französisch. Ja, warst Tommy. Du schon in Frankreich oder noch nie? Ich war einmal in Paris, das war zu so einem Gaming-Event, aber das war nur ganz kurz, ich konnte mir die Stadt nicht anschauen. Ding ist, alle gehen immer so Paris, weißt du, aber Paris und jedes Mal, dass Leute zu Paris hingehen, sagen die dann, boah, es war nicht so schön, Leute sind Arschlöcher da, schmutzig in der Straße, ist wirklich so. Ja. Südfrankreich ist viel besser, nächstes Mal, dass du kommst. Sag ja, du bist in Nizza, wa? Bist du in Nizza? Ja, genau. Ja, ich bin geboren in Nizza und wurde aufgezogen. Tut mir leid, manchmal habe ich nicht die guten Worte, das zu erklären. Deswegen alles manchmal entspannt. Manchmal posiere ich, aber aufgewachsen, Entschuldigung, in Nizza. Und ich kann halt Deutsch, weil meine Mama aus München ist. Ah, weißt du, so okay. Oktoberfest und so, weißt du? Ja, in München natürlich, klar. Die Legende besagt ja, dass deine Familie irgendwie Hotels oder so hat. Das heißt, dann weiß ich ja schon, wo ich schlafen kann, wenn ich vorbeikomme. Ja, genau. Wir haben ein paar Hotels in Südfrankreich. Ja, in Nizza. Ja, perfekt. Dann, ja, genau. Einladung angenommen. Nein, Spaß. Ja, also Leute, wir haben Tommy kennengelernt bei Ex on the Beach vor ungefähr 4-5 Monaten. Dann haben wir uns sehr gefreut, dass wir dich bei I Do One wieder gesehen haben. Bei Ex on the Beach muss ich sagen, das Format, ich fand es zwar cool, es hat für mich nicht die krassesten Stories am Ende gehabt, bis auf eine einzige. Und deswegen habe ich mich so sehr über das Wiedersehen gefreut. Ich weiß nicht, ob du meine Videos geschaut hast, aber ich bin der absolute Sandra-Fan gewesen, die ganze Zeit. Und dann musst du mich mögen. Ja, habe ich mir schon gedacht, weil das Ding ist nämlich, die Sandra, ich mochte euer Verhältnis bei Ex on the Beach sehr gerne und als sie dann rausgegangen ist, da war ihr Ex-Freund so richtig eklig, das weiß ich noch, er hat irgendwelche Scheiße da erzählt. Ja. So, da war ich richtig sauer, als ich das Video geschaut habe und da wollte ich sie eigentlich zum Interview einladen, hab's dann aber vergessen und hab's dann nicht mehr geschafft, weil dann direkt I Do One halt losging. Aber deswegen die Frage, und das ist halt so das Coolste von Ex on the Beach. Ich weiß, du hast schon ein Statement dazu gemacht, so, aber für unsere Zuschauer hier nochmal, erzähl mal bitte, wie ist es jetzt tatsächlich zu einer echten Beziehung zwischen dir und Sandra nach Ex on the Beach gekommen? Das finde ich sehr interessant. Also okay, ich habe das auch erklärt auf meinem, wir haben ein Live gemacht, habe das gespeichert, alle können es anschauen, wie wir es ein bisschen erklärt haben, wie es passiert ist, weil viele dachten, dass ich mit Sandra halt zusammen war, auch auf Are You The One. Also das ist dann nach Ex on the Beach passiert, dass ich zurück nach Frankreich gekommen, also gegangen bin, sie halt nach Köln. Und das Problem war, in dieser Zeit in Frankreich war nicht nur mit Corona, aber du konntest halt nicht von deinem Haus mehr als 10 Kilometer weggehen. Ja. Also das heißt, ich konnte halt nicht zu ihr, auch wenn ich wollte, ich konnte nicht. Und sie konnte halt nicht zu mir. Sie wollte einmal mich vielleicht schnell überraschen, aber ich habe gesagt, ja, ich habe es versucht, aber es ist unmöglich. Ja. Wir hatten Kontakt, wir hatten sehr viel Feeling, auch auf Ex on the Beach, haben uns sehr gut verstanden, gleich am ersten Tag. Wir konnten uns halt nicht sehen und für uns war es einfach klar, das ist keine Beziehung für uns. Also wenn wir uns nicht sehen können, wir hatten Kontakt, aber das ist halt nicht so... konnte einfach nicht so weitergehen mit Beziehung. Und danach, wo wir entschlossen haben, ja, wir können jetzt nicht sagen, dass wir ein Paar sind, danach kam halt für mich die Anfrage für Are You The One halt.
Und dann, willst du jetzt noch weiter Are You The One, also bis zum Ende, oder? Ja, nee, weil ich ganz entspannt, ich glaube, da war das ja dann so, zumindest im Wiedersehen haben die Leute dir ja so ein bisschen vorgeworfen, also vor allem, genau. ich glaube von Melina kam Anschuldigung, dass du ja schon während Are You The One eigentlich mit Sandra zusammen warst und deswegen so genau. Passiv warst. Meine persönliche Meinung, bevor ich dich dazu frage, ist, dass ich es mir nicht vorstellen kann, und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass du ja direkt am ersten Abend, ich weiß nicht mehr genau, ob es mit Jill war oder so, das war aber lustig. Danke. Auf jeden Fall. Genau. Also hätte ich dir nicht zugetraut, dass du eine frische Beziehung auf die Art und Weise aufs Spiel setzen würdest. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Also, aber, genau, also das habe ich auch versucht zu erklären in meinem Live. Ich wollte nicht zu viel darüber reden, weil ich weiß, dass es Leute sich angeschaut haben und ich will, dass sie ihre eigene Meinung machen. Aber sehr viele Leute dachten, dass ich mit Sandra halt 100% zusammen war oder bin oder während Are You The One, weil Ex on the Beach fertig gedreht war und Are You The One war nicht sehr lange danach. Da waren schon ein paar Wochen. Also das Ding ist halt, das war halt kurz danach. Und das Ding, sie haben mich im Fernsehen oder auf TV Now gesehen, kurz auf Ex on the Beach, haben mich gesehen, wo ich mit Sandra rausgehe. Und dann haben sie halt nicht kapiert, der ist doch mit der Sandra rausgegangen von einer Show. Und im Fernsehen war es so ganz schnell danach. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, klar, verstehe. Und deswegen, und dann, wenn als Vanessa bei Are You The One angekommen ist, wollte sie natürlich ein bisschen Probleme machen und hat gesagt, ja, und Tommy, wie hat sie das gesagt? Ich kann den Akzent aus Wien nicht so gut machen, aber so gesagt, dass du halt draußen eine Freundin hast. Habe ich gesagt, was meinst du? Nein. Ich habe gleich gesagt, meinst du Sandra? Weil ein anderes kann ich mir halt nicht vorstellen. Und so ist es halt, das ganze Debat, sagt man in Französisch, das ganze Reden angefangen, dass ich mit Sandra zusammen war, aber überhaupt nicht. Ist dann angefangen und dann natürlich wollte. Am ersten Abend habe ich ja natürlich in richtiger Tommy-Fashion mit Valentina auf dem Tisch rumgemacht. Ach, mit Valentina war es, okay. Ja. Genau, und dann habe ich einfach gemerkt, boah, die ist zu komisch für mich, weißt du. Ich habe mir gedacht, okay, die ist nicht mein, mag ich nicht. Dann habe ich mich nur auf Melina fokussiert und viele Leute haben auch gesagt, du warst irgendwie anders. Also mein Verhalten war anders als auf Ex on the Beach. Dann habe ich gesagt, ja, Leute, weil ich wollte mich ja dann auf eine Person fokussieren. Und ich erinnere mich, auf Ex on the Beach war das nicht gut, was ich gemacht habe. Und deswegen, ich wollte halt einfach nicht dieselben Fehler machen. Und deswegen war ich so fixiert dann auf Melina. Aber ja, so ist dann. Und sie war sehr, wie soll ich sagen, hat gleich vom Anfang an gesagt, ja, ich weiß nicht, du, Sandra, ist sehr. Die dachte halt auch irgendwie am Anfang, dass ich mit Sandra zusammen war. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass alle das jetzt denken. Kannten die sich denn vorher? Weil Lina kommt ja, soweit ich weiß, auch aus Köln. Ich glaube nicht, dass die sich kannten. Nein. Okay. Nein. Ja, da war ja die Story, du hast es eben schon ein bisschen angerissen. Es war ja so, dass Sandra bei Ex on the Beach dann gehen musste. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum sie gehen musste, aber sie musste gehen. Ja, genau. Und weißt du es noch? Ja, also was passiert war, ist, okay, ich bin dann einmal auf ein Date gegangen, da war Till dabei, wir waren da auf einer Yacht und zwei Mädels sind angekommen, Vanessa und Tara halt. Ah, stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, genau, und ich habe dann immer gesagt, ja, Vanessa sieht ganz gut aus, na. Und was halt passiert ist, dass, ich glaube, das war, Vanessa konnte wählen, also weißt du, mit der Terror-Tablet da, stand Vanessa, weiß nicht ganz genau, was da stand, aber praktisch so, Vanessa, du bist nicht hier, um Freunde zu suchen, entscheide dich, du gehst oder Sandra gehst. Geht. Aber war logisch, wenn sie halt auswählt, dann ist Vanessa gegangen, ja, damit es halt zwischen Vanessa und mir was passieren kann. Das war ja der Moment, den ich so krass, also den ich am meisten gefeiert habe an der Staffel, war ja der, wo Sandra einfach wieder zurückgekommen ist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwierig das für einen Tag für mich war. Ich war so, mein Gott. So, ich kann es mir wirklich, also ich hatte so eine Situation noch nicht, weil ich meine, da sind überall Kameras, so, dann kommt sie wieder. Du weißt, dass du in der Zwischenzeit was mit Vanessa hattest. Du musst es natürlich auch sagen, weil du weißt genau, wenn du es nicht sagst, dann wird RTL oder TV Now darauf aufmerksam machen, sodass sie es sowieso erfährt. Das heißt, du musstest da eine Entscheidung treffen. Genau, ja. Und du hast es dann, glaube ich, ziemlich schnell ihr gesagt, oder? Ich habe es ihr sofort gesagt eigentlich. Ja. Also die ist auf den Strand gekommen, wir waren dann auf die Liegen. Dann hat natürlich Tara versucht so, ja Tommy, erzähl doch mal, was du gemacht hast, während Sandra nicht da war. Ach ja, und ich so, ja, ich so, hör doch mal auf, ich werde das selber ihr erklären und du brauchst jetzt nicht so ein Theater machen, weißt du, für nichts. Ja. Und dann bin ich mit Sandra auf ein Date gegangen und habe ihr alles erzählt natürlich, also sofort, weil ich wollte nicht, dass sie es von jemand anders erfährt. Und sie war schon sehr enttäuscht, oder? Ja, sie war sehr, sehr traurig, ja. War nicht, wie soll ich sagen,
fand ich da echt nicht ein einfacher Moment. Ja? Ich wusste überhaupt nicht so, scheiße, was soll ich jetzt machen, wie soll ich jetzt mit ihr reden, damit es ihr besser geht, weil ich war noch nie so in einer Situation in meinem Leben, also war schon hart. Ist das eine Sache, die du dir heutzutage noch hin und wieder mal anhören musst, dass Sandra das mal erwähnt, oder habt ihr das hinter euch gelassen, was das angeht? Also wann war das denn? Nein, sie hat, ich denke für sie, jedes Mal, dass sie darüber denkt, ist natürlich traurig und sie versucht es so wie soll ich sagen, ich hab den Wort nicht, sie dass sie das verdrängen. Vergisst. Ja, ja, genau, verdrängen ja. Und will einfach auf was Neues. Sie weiß, dass ich jetzt nur auf sie fokussiert bin und wenn ich mit jemand zusammen bin, ich bin 100% dann mit jemand zusammen. Wir machen jetzt so weiter einfach. Aber ja, mir ist lieber, diesen Thema mit ihr nicht zu reden. Kann ich verstehen, aber am Ende des Tages wart ihr Single, du warst Single. Genau. Und deswegen, also das ist auch immer mein Argument so. Klar, ich würde es wahrscheinlich auch nicht cool finden an ihrer Stelle, aber am Ende des Tages warst du quasi noch auf dem Markt und deswegen konnte das passieren. Auf dem sozusagen. Markt. Ja, das ist so. Ja, das ist es halt, weil, und ich denke, das ist auch, wieso sie, wie soll ich sagen, das irgendwie akzeptiert hat, weil ich meine, das ist eine Dating-Show. Also stell mal vor, ich aus Frankreich, okay, man kontaktiert mich, um eine Fernsehshow in Deutschland zu machen. Ich denke mir, boah, okay, eine Fernsehshow. Also am Anfang wussten wir nicht, was das war natürlich. Gehe da hin und denke mir, boah, voll cool, niemand kennt mich hier, ich kann richtig so einen Urlaub machen. Ich habe mich einfach gemacht, was ich machen wollte, habe überhaupt nicht über die Kameras gedacht oder irgendetwas. Ja, dann sind halt die ganzen Sachen passiert, wir haben jeden Abend voll viel getrunken. Also war halt ja, so ja, wie ein Urlaub mit Freunden. Ja? Ja. Ja, vor allem mit dem Till. Ja. Aber ja, das war halt so ein großes Urlaub. Und für mich, ich war da, um Spaß zu haben. Und deswegen, sie ist gegangen. Ich dachte mir, okay, natürlich mag ich sie gern. Aber ich meine, ich bin hier, ich will Urlaub machen. Ich weiß nicht, ob ich die wiedersehen werde. Weißt du, dann ist einfach passiert, was passiert ist. Aber war nicht ein einfacher Moment, schon erwähnt habe. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich muss gerade mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ex on the Beach ist auch schon echt länger her. Deswegen lass uns zu Are You the One rübergehen. Are You the One? Ja, ja, gerne. Wobei, vielleicht eine Frage noch. Mhm. Bist du denn in Frankreich schon eher bekannt auch schon? Hast du da schon Reality-TV gemacht? Oder wie kamen die Deutschen überhaupt auf dich zu? So, also wie kommen die dazu, einen Franzosen einzuladen? Also, ich war in Frankreich bekannt. Ich habe eine Show gemacht und ich war auch Profi-Schwimmer. Also ich war mehr bekannt so für mehr Sportliche, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich habe eine Show in Frankreich auch gemacht, so eine Dating-Show. Also ich war, ja, Leute kennen mich auch ein bisschen in Frankreich. Wie es passiert ist, sehr lustige, ich gehe da nicht ins Detail, weil das darf man irgendwie nicht so wissen, aber ein Freund von mir hat mich kontaktiert, sagt, ja, Tommy, kann ich mal eine Nacht oder zwei Nacht in dein Hotel haben? Ich habe ein Mädchen, ich will mit der, ja genau, ein bisschen weg von meinem Haus. Und ja, genau. Und dieses Mädchen hat in Deutschland schon Fernseher gemacht. Ja, okay. Und wir sind dann alle zusammen essen gegangen und ich hatte halt schon in der Zeit schon in Frankreich was gemacht. Dann ist er gesagt, hey, du kannst auch Deutsch, mach doch in Deutschland mit und so. Und so ist es alles gestartet. Ich dachte mir, okay. Und dann haben sie mir 10 Minuten später angerufen. Was war denn das für ein Format, was du in Frankreich gemacht hast? War es auch eine Dating-Show? Oder? Also das hieß Les Princes et Princesses de l'Amour. Okay. Prinz und Prinzessin von der Liebe. Das habe ich sogar verstanden. Ja, dann versuche ich dann nicht schlecht. Ja. Ja, aber das Konzept ist, das sind Prinzen und Prinzessinnen, also drei Prinzen und drei Prinzessinnen. Und für jeder Prinz und jeder Prinzessin kommen zwei Leute an und jedes Mal muss dieser Prinz zwischen den zwei dann auswählen. Ja, okay. Und der halt bis zum Ende bleibt, kann entscheiden, ob er mit dem Prinz oder Prinzessin zusammen sein will. Ich weiß nicht, ob du mich verstanden hast, ja, aber ja, ich hab's versucht. Doch, ich verstehe schon. Ja, genau. Jetzt bist du schon in der VIP-Staffel in Deutschland dabei gewesen. Das heißt, du bist ja jetzt quasi schon eine Reality-TV-Legende, könnte man schon fast sagen. Die Are You the One-Staffel ist dann passiert. Ihr habt das gedreht. Und ihr habt als die erste deutschsprachige Staffel das Geld nicht gewonnen. Mein Gott, waren wir schlecht. Du kannst dir das Problem ist halt einfach, ich sag's jetzt einmal, aber das Problem ist, wenn wir, also weißt du, die erste Night hatten wir drei. Ja, genau. Ja. Und wenn du einfach ganz logisch nachdenkst, wenn immer alle gleich sitzen und immer eins oder zwei wechseln, dann automatisch wirst du wissen, wer richtig ist oder nicht. Ja. Aber natürlich nein. Ich glaube, das war gleich in der zweiten Matching Night oder so, hat jemand nicht mit dem Plan mitgemacht und dann ab da war es zu Ende, weil alle wollten machen eine neue Strategie, irgendwas und das war Chaos.
Habt ihr denn immer einen Plan gehabt? Weil es hat, die haben das so ein bisschen so geschnitten, als ob ihr nur ganz am Ende das erste Mal so einen Plan euch gemacht habt. Also habt ihr das Spiel schon irgendwie... Ding ist, guck mal, was Sophia manchmal sagt, ist nicht meine Meinung, wenn sie sagt, ihr müsst euch mehr kennenlernen und so, weil ich glaube, dass man vom Kennenlernen her, da waren ja Leute am Ende Perfect Matches, die eigentlich gar nicht zueinander gepasst haben. Das heißt, am Ende des Tages musst du es über Mathe eigentlich machen, Mathematik. Am Ende genau, musst du nur das machen. Habt ihr das jede Folge gemacht? Weil oft haben sich ja Leute nicht dran gehalten. Ich weiß auch, Valentina hat einmal gesagt, sie entscheidet jetzt nach Bauchgefühl und danach war alles falsch. Ja, und nein, was lustig war halt mit Valentina, sie hat immer am Anfang gesagt, ja, nein, ich mache mein Ding, ich entscheide. Aber dann ein paar Matching-Nights danach, ja, Leute, ich verstehe nicht, dass Leute nicht mit dem Team halten. Nein. Ich dachte mir, das ist jetzt ein falscher Film oder was? Steven Spielberg-Film ist das jetzt, was ich mir gerade angucke, weißt du, so richtig, ja. So, habe ich nicht verstanden. Nein, wir hatten schon, also der Plan am Anfang war, was ich dir gerade gesagt habe, dass so wenig wie möglich Leute wechseln, damit wir halt wissen, genau. Dann haben wir uns immer ein bisschen vor der Matching Night, haben vor allem die Jungs immer geredet, okay, was sollten wir machen, wer denkst du, wer dein Perfect Match ist und so. Wie du vorhin gesagt hast, manche Matches, also ich zum Beispiel war Match mit Jill. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich habe vom Anfang an gesagt, ich will nicht eine Frau, die viel jünger als ich ist. Jill ist 20 Jahre alt, ich bin 26, fast 27. Da waren auch mehrere Faktoren. Ich dachte, deswegen, ich habe fast nie mit Jill mich kennengelernt oder nur so Spaß mit der geredet. Aber ja. Dann, wenn ich in der Wiedersehensshow gecheckt habe, Jill, Entschuldigung, habe ich viele anderen haben dasselbe Gefühl wie ich. Also habt ihr das manche haben es nicht verstanden, ja. Habt ihr das denn auch wirklich erst in dieser Wiedersehensshow erfahren? Also haben die euch das dann erst gesagt, dass du mit Jill Perfect Match wart? Ja. Ich hatte meine Vermutungen, weil dann daheim natürlich dachte mir, scheiße, wer ist denn jetzt mein Perfect Match? Hm. Bin ich jetzt überhaupt Match mit Finja oder nicht? Hm. Weil ich wusste es halt nicht. Ja, stimmt. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich dachte, das kann nur Jill oder wer war noch? Oder Sarah, glaube ich, am Ende. Ja. Ich dachte mir, und da, sogar da habe ich mir gedacht, ja okay, es ist Sarah, weißt du? Ja. Aber nein, das war Jill. Mein Gott, das war echt große, große Überraschung. Also ich weiß nicht, wie die Psychologin das chosen hat, aber vielleicht hat sie an dem Abend was getrunken. Aber ja, ich weiß es nicht. Ja, das habe ich auch. Also mein Tipp an die nächsten Staffeln, wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, man muss sich, glaube ich, sehr genau merken, was man gefragt wird am Anfang. Und daraufhin ja, das wirklich richtig einspeichern im Kopf. Weil der Jamie hat einmal, glaube ich, gesagt, der hat Angst, dass die das würfeln, weil da gar nichts mehr zusammengepasst hat. Also da ging dann gar nichts mehr. Ja, aber ich glaube, es wird schon so ein paar Kriterien geben, wonach das quasi, ja, gemacht wird. Genau. Und ich glaube, da muss man drauf achten. Aber ich finde es krass, dass du jetzt sagst, du wolltest zum Beispiel keine deutlich jüngere Frau. Wobei, okay, wobei das ist schon deutlich, doch. 6, 7 Jahre ist schon. Ja, ist komm, schon das ist schon deutlich. Weil ich habe gesagt, ich erinnere mich noch, ich glaube, ich habe gesagt, ich würde es akzeptieren, wenn sie vielleicht 2 Jahre jünger ist als ich, aber nicht mehr. Mhm. Und ich habe sofort gecheckt, okay, sie ist 20, kann nicht sein. Weißt okay. du? Ich habe also viele sofort vom Anfang an haben gesagt, ja, die, ich habe das gesagt, die passt nicht, also die nein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich zum Beispiel mit Jill habe gesagt, ja, sie ist zu jung, also ich habe sie sofort auf der Seite und habe mich auf andere konzentriert, habe mich immer auf Melina konzentriert, weil ich habe auch gesagt, ja, mir ist Sport sehr wichtig, dass eine Frau sehr sportlich ist und sie ist halt fast Profisportler mit Cheerleading oder so und deswegen dachte ich mir, das kann nicht sein, das muss sie sein. Wenn du dann so sicher bist und dann auf einmal bist du in der Matching-Box, also in der zweiten, weil die erste wurde verkauft, habe ich auch nicht verstanden, dachte ich mir, hey, Leute, seid ihr... Darüber konnten halt wir nicht noch. Wissen, weißt du? Ja, genau, das war, ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass die das jetzt verkauft haben, weil ich werde jetzt sowieso immer mit der sitzen, weil ich will es ja noch wissen, weißt du? Und das hat so viel verbockt, diese Matching-Box-Verkauf war echt, ich glaube, das hat uns fast fürs ganze Spiel fertig gemacht. Ja, am Ende hat es euch 50.000 mindestens gekostet, weil ihr das ja zurückkaufen musstet. Zu der Situation, wie gesagt, kommen wir gleich, denn ich habe nämlich noch Fragen aus der Community vorbereitet. Und die haben natürlich genau bei solchen Themen ein großes Interesse dran. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz entspannt an. Und zwar, Alpaca fragt, wie lange dauern diese Matching Nights wirklich? Das ist eine sehr interessante Frage. Also kommt die dann da erstmal an? Wie lange dauert das? Weil es sieht ja immer aus, ob das nur 10 Minuten dauert. Also nein, also auch in diese Matching Nights, es war so kalt immer. Das dachte ich mir schon, weil es ist ja, also ich dachte mir auch, die Leute haben manchmal richtig gezittert so, ganz oft die Frauen mit Kleidern und so, dann saßen die da so mit Jacke drüber und so. Genau. Also ja. Das war echt sehr kalt, weil da war Wind, weißt du, und ich,
habe immer so T-Shirts an. Ich hatte keine langärmliche Dinge, weil ich dachte, ja, okay, ich gehe in Griechenland, kann ich ja fast nackt rumlaufen, weißt ja du? Ja. Und ja, am den war immer voll kalt. Aber von der Zeit her war es schon ziemlich lang. Ich würde sagen, schon eine gute Stunde. Ja. Mhm. Die filmen, wenn alle ankommen, dann, wenn zum Beispiel die Frauen wählen, dann müssen die sich alle hinstellen. Wir sitzen da schon, dann bis eine kommt, redet. Also, weil manche haben voll viel geredet und voll viel wurde geschnitten zum Beispiel, ja, weil es halt uninteressant ist oder weil es halt irgendwie blöd war. Aber es hat schon eine gute Stunde gedauert. Ja, weil ich kann mich auch dran erinnern, es gab auch Interviews, die waren so ein bisschen so, als ob die so zwischendurch gemacht wurden in der Matching Night. Also kann ich mir auch vorstellen, werden dann da auch manchmal welche rausgeholt und sagen, dazu würden wir jetzt gerne nochmal den, oder wird das dann komplett danach gemacht und dann einfach nur davor geschnitten sozusagen? Also nicht okay, während, also okay, aber danach. Danach hast du dein Interview, also sofort danach praktisch. Ja? Okay. Und ziemlich so in die 15 Minuten danach bist du berufen zum Interview und musst halt darüber reden, was halt passiert ist und solche Sachen. Aber nicht während, nein, nein, nein. Ja, dann die nächste Frage von Vanessa. Sie fragt, hattest du die ganze Zeit über Sandra im Hinterkopf oder hast du erst nach der Sendung so wirklich wieder an sie denken müssen? Also hast du sie quasi in deinem Kopf schon gehabt, als du bei I Do One warst und dachtest, boah, ich freue mich schon, sie mal wiederzusehen? Oder dachtest du dir so, ich gucke erstmal, was hier so abgeht? Während der Sendung überhaupt nicht eigentlich. Ich war immer so fokussiert auf Melina und das ganze Spiel auch. Ich war echt fokussiert auf Griechenland, habe überhaupt nicht über zu Hause gedacht oder irgendjemand anders. Aber das Ding mit Sandra ist dann passiert, wenn ich dann zurück mehr gekommen bin, weil wir haben uns dann, soll ich jetzt schon gleich erzählen oder war das dann eine andere doch, Frage? Doch, erzähl. Okay, ich habe dann irgendwie ziemlich gleich gemerkt, dass mit Melina, die hat irgendwie was gemacht in der letzten Matching Night, dass ich mir dachte, das ist ein bisschen komisch. So, weißt du, habe ich auch in der Wiedersehensshow gesagt, letzte Matching Night, haben erfahren, dass wir nicht gewonnen haben, sitzen alle da, auf einmal Kameras aus, sie kommt, setzt sich auf mich und küsst mich. Aber so ein richtiger Kuss, weißt du, nicht so ein Kuss, dass du deinen kleinen Hund gibst, aber so ein richtiger Kuss, so ein fetter Kuss. Ja. Und ich dachte, an dem Moment dachte ich mir, okay, oh, geil, es hat sich gelohnt. So 3 Wochen lang, weißt du, so wie ein kleiner Hund. Ja, verstehe ich. Aber dann ich glaube, das war am Tag danach, wo wir halt alle schon wegfahren mussten. Ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber hat gesagt, ja, du weißt schon, die hat das gemacht, weil Kameras waren aus, aber alle von der Produktion waren noch da und haben das gesehen. Hm. Um ihn einen, wie sagt man, reinzustecken? Ja, oder? Ja, so ja? Ungefähr, ja. So ungefähr im ja. Sinne, okay, ihr habt nicht gekriegt, was ihr haben wolltet während der Show. Und ich mache das jetzt extra vor eurer Nase, weißt du? Ja, verstehe. Und ich dachte mir, das ist zu komisch, weißt du? Also ich dachte mir einfach, okay, küsst sie mich jetzt, weil sie will oder? Ich war so lost, weißt du? Und nach der Show dann auch eigentlich mit ihr auch nicht mehr so wirklich Kontakt gehabt? Nicht mehr so wirklich Kontakt. Wir haben so schnell geredet. Am Anfang habe ich sie einmal gefragt, so ja, wann bist du denn frei? Vielleicht können wir uns sehen. Ich war halt mit meinem Freund in Frankfurt für ein bisschen. Aber dann habe ich gleich mit der gesagt, hey, schau, ich glaube, das ist besser, wir bleiben Freunde. Ihr wart ja danach noch irgendwie da im Hotel, oder? Also das heißt, man wird ja noch von der Location wahrscheinlich noch einmal oder so da schlafen im Hotel, bevor man dann nach Hause fährt. Ja, genau. Ich war nach der letzten Matching Night waren wir zusammen im selben Zimmer halt, ja. Mhm. Nichts ist passiert so, aber wir haben uns halt ein bisschen geküsst und da haben halt gekuschelt, wie wir in der Villa auch ein bisschen im Bett gekuschelt haben, aber nichts mehr. Nein. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen im Hotel? Dann sind dann da quasi alle zusammen und machen eine letzte Party, weil ihr habt ja jeden Tag Party gemacht. Das ist ja für den Körper auch irgendwann sehr anstrengend, glaube ich. Also da habe ich mit Jill auch schon mal bei ihrer ersten Staffel drüber gesprochen. Das ist ja eine Grenzerfahrung für den Körper, was da passiert, weil du hast da musst du ja wirklich erstmal mit klarkommen. Ja, also. Also ich zum Beispiel im alltäglichen mhm. Leben, ich gehe sehr oft raus. Mhm. Aber da war ein anderer Level. Yeah. Also ich meine, Mittag Poolparty, Getränke. Abends Poolparty oder was auch immer, Getränke, immer was zu trinken. Und dann am Ende, nach 3 Wochen, wo du das jeden Tag machst, und du darfst auch am Tag nicht schlafen, ne? Kannst halt nicht rumschlafen draußen oder irgendwo. Yeah. Und das ist halt nach 3 Wochen, weißt du, bist so müde. Am Ende von den 3 Wochen dachte ich mir, boah, bin ich müde. Und am letzten Abend, wo wir alle im selben Hotel waren, natürlich haben wir uns alle gefreut, ein bisschen so miteinander zu sein, also ohne Kameras oder so, aber eine große Party gab es da jetzt nicht. Wir haben ein paar Sandwiches bekommen. Ja,
fast alle sind dann schnell schlafen gegangen und das war's dann auch schon. Habt ihr wirklich Sandwiches bekommen oder habt ihr Sandwiches bekommen? Nein, wirklich. Ich glaube, da waren Sandwiches und so Nudeln oder so. Ja, also ich liebe Nudeln. Ich liebe Nudeln. An Nizza ist neben Italien immer, wenn ich am Nudeln esse. Ich könnte es in der Früh, Mittag und immer. Ja, da gab es wirklich Sandwiches. Okay. Da gab es kein Kaviar. Okay. Die Jasmin fragt, das war auch die meistgestellte Frage, wie bist du, als ihr aus der Matchbox gekommen seid, da ist ja die Melina, ich sag jetzt mal vorsichtig, komplett eskaliert und ausgerastet, als sie erfahren hat, dass Salva die Entscheidung verkauft hat. Ja. Fandst du, das war gerechtfertigt oder hat sie so ein bisschen übertrieben? Also das Ding ist halt, ich weiß nicht mehr, ob es gezeigt wurde. Ich glaube, Melina und Salvatore, ganz kurz, also sehr kurz vor dieser Matchbox, haben darüber geredet, ja, Salvatore, verkauf nicht. Weil Salvatore in seinem Kopf, er dachte, er wäre der strategische Meister oder so, weißt du? Mastermind, ja genau. Mhm. Und Melina hat es irgendwie ein bisschen gecheckt und dachte so, ey, bitte verkauft es nicht, das ist wichtig. Und wir beide wollten es halt einfach wissen auch, weißt du, da ist auch dieses Teil. Ich war überhaupt nicht bereit, wie sie ausgerastet ist. Ja. Mein Gott, das ich war daneben, ich dachte mir, boah, scheiße, die rastet richtig aus. Davor, vom Charakter her, Melina, sie war so eher ruhig, so lustig und so. Und dann auf einmal so richtig rein und ich dachte mir, okay, scheiße, die hat richtig viel Charakter, so, weißt du. Aber irgendwie fand ich es auch nicht so schlimm. Ich fand es ein bisschen zu viel, kann sein, aber ich fand es nicht so schlimm. Also ich fand sie noch ein bisschen besser, so, weißt du. So. Ich dachte mir, okay, boah, voll cooles Charakter, voll, die kann richtig reinhauen, wenn sie muss. Aber danach war es ein bisschen, hat immer in die Ewigkeit gedauert. Ja, geh aus meinem Zimmer raus, na. Ich habe nicht gecheckt, warum, gut, bei Melina kann ich es verstehen, weil sie ja diese Vorgeschichte mit Salva da hatte. Aber auch in der Entscheidung davor schon, wo es, glaube ich, bei Valentina so war, alle sagen immer Verkauf. Und dann verkauft er, so wurde es zumindest reingeschnitten und dann sind alle sauer auf ihn. Und ich meine, wie er da in der Ecke saß, ich dachte, das Einzige, was noch fehlt, wäre, dass Melina ihn noch zusammengetreten hätte, weil er saß da ja, war komplett fertig mit der Welt, also. Also das war immer ein bisschen so vom Schneiden her. Also ich sag nicht, dass es falsch geschnitten wurde oder was auch immer. Am Anfang, wenn alle so auf der Couch waren und wir wussten, dass Sophia kommt und sie sagt, okay, was machen wir jetzt? Zwischen der Zeit, wo sie sagt, was machen wir jetzt und die Entscheidung kommt, ist schon viel Zeit. Und am Anfang, also sofort, wenn die das sagt, am Anfang lachen alle noch ein bisschen, ja, komm, wir verkaufen, lalalalalala. Und weißt du, das filmen die dann und tun es so, als wäre es gerade davor ein bisschen. Aber der hat schon gesagt, verkaufen. Ja, aber was soll ich, ja. Es war wahrscheinlich einer der Momente, der euch das Preisgeld dann am Ende gekostet hat. Deswegen würde ich immer empfehlen, auch wahrscheinlich wirklich eigentlich nie zu verkaufen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, um das Geld zu bekommen, da darfst du wirklich vielleicht ein bis zweimal verkaufen, wenn überhaupt. Und vor allem bei dir und Melina, gerade weil ihr so fest aufeinander wart, musste man es ja eigentlich früh erfahren und dann habt ihr es halt erst in der letzten Episode erfahren. So, das war halt ein bisschen spät. Das ist auch eine Frage, die mich sehr interessiert von Dennis. Und zwar, wie hat Sandra reagiert, als du ihr erzählt hast, dass Vanessa auch mit in der Staffel war? Hat sie natürlich nicht, wie er sagt in Deutschland, ich liebe das Wort, gefeiert. Ich finde das so lustig. Hat sie nicht gefeiert, ja. Hat sie nicht gefeiert. Ich habe ja halt einfach, wenn wir uns dann wieder gesehen haben danach, habe ich ihr natürlich dann alles erzählt. Ich habe einfach gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe nichts ist passiert mit der, weil was halt passiert ist davor, ich glaube, hätte sie nicht wirklich so gut akzeptiert. Ja. Aber ja. An dem Moment auch, wenn Vanessa reingekommen ist, ich habe ihr gesagt, schau, ich will mit dir keinen Krieg oder so machen. Ja. Ich habe ja auch noch gesagt, ja, schau, was ich auf Ex on the Beach gemacht habe, okay, war scheiße, tut mir leid. Weißt du, was soll ich denn noch sagen? Okay? Ja, das weiß ich noch, das war, wo ihr da auf diesen Sofas saß, die so ein Quadrat sind, da hast du so mit ihr gesprochen und sie war ja da auch noch sehr enttäuscht. Also man hat schon gemerkt, so was da bei Ex on the Beach passiert ist, hat sie ja schon irgendwie beschäftigt oder so. Also sie war ja schon sauer auf dich. Sie war sauer und ja, dann hat sie halt erzählt so, ja, wenn du gewusst hättest, dass ich viele Followers habe, hättest du mich gewählt anstatt Sandra. Also das war dann das große Thema auch für so ein paar Tagen im Haus. Obwohl ich ihr gesagt habe, du weißt schon, dass auf Ex on the Beach sofort, wenn du angekommen bist, alle wussten ganz genau, deine Followerzahl oder was auch immer. Alle wussten das sofort. Und dann hat sie gemerkt, ja okay, der hat ein gutes Argument, ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Anstatt werde ich jetzt sagen, dass er draußen eine Freundin hat. So ist es dann weitergegangen. Und dann habe ich einfach während den Abenteuern mit Vanessa nicht viel geredet, nur manchmal, aber
nur so, ja, was isst du? Willst du das? Willst du noch ein bisschen Nudeln? Ja, so halt, weißt du. Nichts Interessantes und finde es auch besser so. Ich weiß aber noch einmal, da hattet ihr so ein Date in so einem Dschungel, da war in so einem Wald, saßt ihr auf so einer Treppe und da hast du schon so gesagt, das war glaube ich 2 Tage, nachdem Sandra ausgezogen ist. Ex on the Beach redest du jetzt, ne? Ex on the Beach. Okay, ja. Da war das schon so, da hast du auf jeden Fall gesagt irgendwie, dass du es mit Vanessa versuchen willst. Und dann hat sie dir, glaube ich, hat sie dir eine zweite Chance oder hast du ihr eine zweite Chance gegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas war da mit einer zweiten Chance. Sie wollte, also die ganze Geschichte war, Sandra ist rausgeflogen. Mhm. Wenn die Tür aufgeht und sie zum letzten Mal, sieht, habe ich sie halt geküsst, wie ich sie halt immer geküsst habe. So ein richtiger Kuss halt. Und das hat Vanessa irgendwie nicht gefallen. Habe ich nicht verstanden im Moment. Dann habe ich gesagt, was denkst du? Glaubst du, ich gebe dir einen Kuss auf der Stirn oder was? Mhm. Also ist überhaupt nicht logisch, wie du reagierst. Und dann war das Ganze, ja, vielleicht gebe ich ihm noch eine zweite Chance. Also Vanessa gab dann mir eine zweite Chance, ja. Ja, gerade auch bei Ex on the Beach, Alter, da gibt es noch so viele Sachen, die mich eigentlich interessieren würden. Also wenn ich da zum Beispiel... Ja, komm, schieß los. Ja, also für mich die Legende der Staffel war hier der Erik, der Sinsen oder wie er sich immer vorgestellt hat. Dr. Sinsen, ja, ja. Weil was der für Sachen gesagt hat, ich habe mich so totgelacht immer. Also der ist eine absolute Legende, wirklich. Der ist so lustig, der ist super lustig. Ich weiß nicht, wie du mit Till bist, aber wie Till sich da auch verhalten hat, als er besoffen war seiner Ex-Freundin gegenüber. Ey, das war mir so peinlich, ich konnte gar nicht hingucken. Weil das war also immer mit, ach nee, das war ganz komisch, also das war ich ja, nicht. Ja, das war, ich denke, der war noch sehr, sehr an Hannah. Hannah war es, genau. Ja. Ja, genau, er mochte Hannah noch sehr und sie war, ich glaube, ich weiß es, sie war auch manchmal so, manchmal ja, manchmal nein. Manchmal wobei, ja, manchmal also, nein. Reingeschnitten wurde es so, als ob sie nur nein wollte und dass er sie immer gedrängt hat, dass sie mal ja sagt. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, also das waren ein bisschen von beide, ich sag's dir ganz ehrlich. Weil wieso würde der dann wieder so oft zurückgehen, weißt du? Ja, klar hat er vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, wie der reagiert hat, wenn zum Beispiel die ganze Sache mit dem Halil war, wo Herr Lil ein bisschen mit der geredet hat oder mit der Philipp und so. Ja, okay. Aber ich meine, da waren schon beide ein bisschen, wussten nicht ganz genau, was sie wollten, denke ich. Hier kommt eine Frage und auf die freue ich mich eigentlich schon, seit wir das Interview abgemacht haben, weil ich da unbedingt die Antwort will, und zwar Carlo. Und das ist eine, du musst wissen, es gab einen Moment in der I Do One Staffel, also da habe ich mich am meisten totgelacht. Das war der beste Moment und das war der Moment, wo du erzählt hast, dass du zu Salvatore rüber geguckt hast, als er das Puzzle versucht hat zu lösen. Sagt Carlo, ich soll dich fragen, ob Salvatore ein guter Puzzler ist. Mein Gott, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Also, die ganze Strategie für dieses Spiel. Tommy, gewinn ja nicht. Weil ich habe extra Melina gewählt, weil ich dachte mir, okay, wir gewinnen jetzt sowieso das Geld nicht. Ich will jetzt einfach auf ein Date gehen und ich will mit der Frau hingehen, in wen ich interessiert bin. Mhm. Mir egal. Wähl Melina und da musstest du in diesem Event zuerst ein Herz holen. Unter der Herz war ein Code und natürlich habe ich den ersten genommen und da war sofort der Code. Weil ich dachte, Scheiße. Und dann nehme ich das, gehe ganz langsam zum Puzzle und ich sehe Salvatore dahin. Und nichts hat gepasst auf dem Puzzle. Null hat gepasst. Das war so lustig. Und ich habe immer so gesagt, hey Salva, beeil dich. Und ich hab auch gesagt, ja, meine kleine Schwester kann das schneller als du machen. Also du musst dich schon ein bisschen beeilen, aber puzzeln auf gar keinen Fall. Der kann das überhaupt nicht, ja? Überhaupt nicht, mein Gott. Und nicht verkaufen kann er auch nicht. Aber wirklich, das war also, weil normalerweise schneiden die nach den Challenges immer die Interviews so relativ kurz. Dann weiß man, okay, der und der geht es aufs Date. Und da war das so, dass die dein Interview so richtig ausführlich gezeigt haben, dass du jedes Mal sagst, ich guck da rüber und Salvatore schafft es nicht mal 3 Teile richtig zu puzzeln. So, fand ich schon sehr gut. Ja, ich fand es, also auf dem Moment fand ich es nicht sehr lustig, aber wenn ich gesehen habe auf Tivano, dachte ich mir, boah, okay, schon lustig. Ja, es war schon sehr sehr, sehr geil. Wenn du seit deiner Geburt in Frankreich lebst, warum du Deutsch als zweite Sprache beherrschst, aber deswegen deiner Mutter, hast du ja schon gesagt. Ja, genau. Meine Mutter ist aus München. Ich habe halt einen französischen Vater, deswegen wohnen wir halt in Nizza. Aber daheim halt hat meine Mutter, seit wir kleiner sind, immer mit uns ein bisschen Deutsch geredet. Deswegen, also vor Ex on the Beach war mein Deutsch nicht so wie jetzt. Irgendwie jetzt, seit ich Ex on the Beach und Oridon gemacht habe, ist mein Deutsch ein bisschen besser geworden, aber davor war es so, wollte ich was sagen und weißt du, du denkst nach in Französisch, um dein Wort zu, was du sagen willst, auf Deutsch. Und das ist ein bisschen manchmal kompliziert und deswegen manchmal muss ich ein bisschen Pause. Okay, wie sage ich das jetzt, weißt du?
und dann kommt's raus. Also quasi Ex on the Beach und I, the One war ein guter Deutschkurs für dich nochmal. Das hat dich noch ein besserer bisschen Deutschkurs, als was ich in der Schule hatte, Leute. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja klar, wenn ich jetzt 2 Jahre in Frankreich wohnen würde, würde ich ja auch auf einmal gut Französisch sprechen wieder, weil dann kommt's ja, genau, wahrscheinlich wieder. Ja. So. Und dein Name ist sowieso Französisch, also eben, du kannst nur Französisch lernen. Ja, ich muss eigentlich. Max fragt, ob du dich noch privat mit Leuten, abgesehen, bei Nesandra kam ja schon von Ex on the Beach, deswegen, triffst du dich noch mit I, the One Leuten aus der Villa? Also hast du da noch Kontakt zu Leuten oder eher nicht so? Ich habe noch von I, the One, ne? Ja, von I, the One habe ich noch Kontakt mit vielen, aber das Ding ist halt, ich bin in Frankreich, ich kann die jetzt nicht so einfach treffen. Falls ich in Deutschland wäre, dann natürlich würde mich mit ein paar schon treffen, weil ich bin mit fast alle sehr gut, also ja. Vor allem, ich würde sagen, Danilo, Eugen, Jogo, verstehen uns alle sehr, sehr gut. Auch Jamie, Alex, alle eigentlich. Verstehe mich sehr gut mit allen. Das Problem ist halt, ich bin halt in Frankreich. Ist ein bisschen kompliziert. Dann sage ich doch, ja, komm doch nach Frankreich, komm her, komm in mein Hotel und wenigstens können wir uns sehen, aber die haben ja auch Sachen zu tun. Wie lustig ist eigentlich, dass Alex und Vanessa das Perfect Match waren, obwohl als Vanessa kam, hat Alex ja erstmal Vanessa komplett konfrontiert wegen den Instagram-Followern und so. Und er meinte, ja, ich finde es krass, dass Vanessa so eine große Community in Südamerika hat. Und da musste ich auch schon, das weißt war schon. Weißt du, wie ich gelacht habe, wenn ich gehört habe, was der wirklich gesagt hat? Ja, kann ich. Wie es gesagt, mein Gott, war das lustig. Also ich fand auch, ich habe gesagt, ich fand es jetzt nicht cool, dass er direkt so einen Vorwurf ja, macht. Ja, natürlich. Aber welche Wörter er benutzt hat, fand ich auch sehr lustig. Also das war schon sehr lustig. Das war sehr lustig, ja. Aber für sie natürlich nicht einfach anzuhören. Also auf den Moment war es natürlich nicht das Beste, was er machen konnte oder könnte. Aber hat sich entschuldigt dann auch. Also er hat es ja dann versucht noch. Ja, hat sich entschuldigt. Und ja, und wie du sagtest, dass die jetzt beide Perfect Match waren, weißt du, weil am Anfang dachten sie, ich bin mit dem Perfect Match in ihrem Leben. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ja, das war schon eine große Überraschung auch. Ist das Wiedersehen eigentlich lange her? Also Nein, Wiedersehen. Wann war das ganz genau? Nein, nicht sehr lange her. Ich würde sagen so, dass ich mich nicht täusche. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis auf solche Sachen. Okay. Aber ich würde sagen so vielleicht 2-3 Wochen. Also war das quasi, da habt ihr auch schon alle Folgen wahrscheinlich gesehen oder es hatten nur noch die letzten 2 gefehlt? Also wenn wir angekommen sind, hatten wir nicht die 2 letzten Doppelfolgen gesehen. Also wir haben noch 4 Folgen dort angeschaut. Ach, habt ihr die dann zusammen nochmal geschaut vorher? Ja, genau. Das war bestimmt lustig, oder? Boah, mein Gott, das war so lustig. Ja, das weil weißt du, du siehst dich da, manchmal erzählst du irgendeinen Scheiß und alle sind daneben und denken sich, Tommy, bist du dumm oder was? Wie sagst du das? Weißt du, das ist anders, als wenn du das alleine vor deinem Fernseher anschaust. Ja. Aber ja, war ganz lustig. Wie willst du das jetzt machen mit Sandra? Ich meine, sie wohnt in Köln, du wohnst in Südfrankreich. Habt ihr da schon Pläne? Seid ihr beruflich so frei, dass ihr euch, ist sie gerade bei dir? Sie ist gerade in Nizza, ja. Sie wartet im Restaurant jetzt gerade. Ja, okay, verstehe. Ich dachte schon, sie sitzt neben dir. Und wartet. Nein, sie ist Okay. Okay. Sie ist nicht daneben. Sie wird aber definitiv den Interview anschauen. Ja, dann schöne Grüße auf jeden Fall. Sandra, ich war ein großer Fan bei Ex on the Beach. So, kann ich jetzt nochmal sagen. würdest du sagen, Reality-Shows, das hat hier jemand gefragt, wie haben die sich so auf dein Leben, deinen Beruf und so ausgeübt? Also hast du negative Seiten davon mitgenommen oder hast du das gar nicht? Oder willst du jetzt willst du jetzt quasi auch vielleicht da eine Karriere aufbauen nochmal? Also ich habe das am Anfang überhaupt nicht für so Instagram-Karriere gemacht. Am Anfang an habe ich das angefangen. Ich dachte mir, hey, voll lustig, so in eine Show zu gehen und du gehst da für irgendeine Frau. Also in Frankreich am Anfang war so ein bisschen so ein Challenge und du versuchst die Frau zu erobern und du bist halt alles am Fernseher. Und du denkst dich nur, boah, wie cool ist das denn? Alle Freunde schauen dich an und du bist da so im Fernseher. Also so ein bisschen so neue Erfahrungen wollte ich machen. Ne? Mhm. Und dann kam das auch in Deutschland, dachte ich mir, jetzt auch noch in Deutsch, voll lustig, ich will das auch machen, ich will sehen, wie es in Deutschland ist. Nein. So hat alles angefangen, aber das Ding ist halt, alles kommt drauf, wie du selbst in deinem Kopf bist, weißt du? Ja. Viele Leute denken, Reality-TV gemacht. Ich denke, in Frankreich ist es noch schlimmer, wie die Leute darüber denken, als in Deutschland. Aber das sind einfach Leute, die im Fernseher ganz normal ihr Leben führen. Also ich verstehe nicht, wieso das so manchmal solche Leute kommentieren oder nicht kommentieren, weißt du? Aber ich denke, die meisten Leute, die so negativ darüber kommentieren, sind die einigen, die sich denken, boah, ist ja schon cool, das zu machen, aber boah, ich will nicht, ich traue mich nicht irgendwie so, weißt du? Das ist ja wie bei YouTube. Ich habe vor 9 Jahren mittlerweile angefangen und klar, da war das genauso am Anfang, ne? Da hat jeder gesagt, ja, er macht YouTube und peinlich und so. Aber in Deutschland kann ich dir versichern, die Deutschen sind sehr neidisch, die Deutschen sind ganz schlimm bei sowas, also deswegen. In Frankreich, mein Gott.
Echt. Die Deutschen sind sehr, ich habe so nette Nachrichten bekommen. Nur nette Nachrichten. Ich habe vielleicht ein oder zwei dumme Nachrichten bekommen. Aber ich bin jemand, weißt du, ich bekomme die dumme Nachricht und rede dann auch noch mit dem. Mhm. Weißt du, so denk mir, oh, voll lustig, okay, wieso denkst du das? Weil das, wie ich schon in der Show gesagt habe, es juckt mich nicht. Ja. Aber also ich finde das einfach lustig manchmal. Aber man soll das alles nicht so persönlich nehmen, wenn so ein Kommentar kommt oder so. Das denke ich von der Situation. Wie du wahrscheinlich auf YouTube am Anfang hat es wahrscheinlich Leute, die sagen, hey, wieso machst du das? Mach doch ein normales Job oder ich weiß auch nicht. Aber und jetzt die Leute, die früher das zu dir gesagt haben, jetzt schauen dich an und denken, boah, voll geil, dein Channel und so. Ja, safe. Das ist so eine Sache, da muss man halt quasi mit umgehen. Das lernt man ja auch. Aber das Witzige ist, du hast gerade das auch über Reality-TV gesagt und das ist ja auch meine Meinung, weil Reality-TV, guck mal, wenn du mich als Person so kennen würdest, so eigentlich, viele Leute sagen zu mir, es passt gar nicht zu mir, dass ich so gerne Reality-TV schaue. Yeah. Aber ich finde, dass es da so ein bisschen ein zu schlechtes Image eigentlich hat, weil, wenn man sich mal guckt, alles andere ist eigentlich gescriptet mittlerweile. Mittlerweile sind viele YouTube-Videos irgendwie, dass die schon vorgeplant sind. Dann hast du im Fernsehen ist ja alles fake. Ja. Und Reality-TV ist so dieses kleine bisschen im Fernsehen, wo vieles noch sehr echt ist, weil die halt 20 Verrückte in eine Villa sperren. Da müssen ja Sachen passieren. Weißt du, was ich meine? Genau. Die geben dir auch zu trinken. Du bist da, du feierst einfach. Du bist einfach, wie du bist, wenn du normal draußen bist. Ja. Viele Leute, ich glaube, denken auch, ja, das kann nicht sein, dass alles so Reality ist, dass es wirklich so passiert. Aber es passiert wirklich so. Das ist es halt. Und wenn da zum Beispiel in einer Staffel nichts passiert, dann können sie nicht Leute zwingen, was zu machen zum Beispiel. Oder im Boom, Boom, Boom zu gehen oder was auch immer. Ja. Aber ja, wie du sagst, das ist schon ein Unterschied zwischen, ich würde sagen, so Schauspieler zu sein oder Reality. Du gehst da no stress, du gehst da no stress hin und lebst einfach dein Leben. Also, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Fragen zu beantworten. Sehr cool, ja, auf jeden Dank, Fall. Vielen Dank, dass du mich aufgenommen hast. Ja, ich hoffe, es hat dir aufgenommen, meine ich, in dein Interview. Verstehe. Das war jetzt perfekt, weil, also ich habe mich ja auch, wenn du die Reaction dir anschauen würdest von dem Wiedersehen Teil 2, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass du das mit Sandra erzählt hast, weil so oft denkt man so, boah, das passt voll, aber dann passiert leider nichts, ne? Und dann ist bei euch, aber das ist jetzt wirklich was passiert, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Dann sieht man ja, es ist dann doch was Realist passiert, weißt du was? Genau. Das Ding ist auch, ich zum Beispiel war immer seit sehr langer Zeit Single. Weil ich hatte so eine lange Beziehung und sehr schlecht gelaufen, weil ich war sehr controlled, weißt du, so. Du bist ich war ja so auch in einem Gefängnis ein bisschen. Du bist ja auch ein F-Boy, sagt ja jeder. Alle sagen das, aber was heißt ein F-Boy sein? Du bist Single, ich kann doch machen, was ich will. Leute sind so, ja, du bist ein F-Boy. Ich finde es schlimmer, wenn da Männer sind in einer Beziehung und hinter den Rücken von der Freundin machen die was. Ich habe ja nur Spaß gemacht, weil wenn ich so aussehen würde wie du und in Südfrankreich wohnen würde, dann wäre ich auch ein Boy, das sage ich dir aber ganz ehrlich. Nein, das ist einfach, ich bin Single und an dem Moment, wenn ich in einer Bar gehe und ich sehe jemanden, den ich attraktiv finde, und dann natürlich, wieso sollte ich mich aufhalten? Nur weil Leute sagen würden, du bist gleich mit der heimgegangen. Nein, ich mache doch, was ich will. Aber das Ding mit Sandra, ich bin nicht am Anfang auf Ex on the Beach, nie im Leben, dachte ich, dass ich jemanden kennenlerne, der, weißt du, der so toll ist einfach am Anfang. Mhm. Und dann ist es noch klarer geworden, würde ich sagen, wenn wir uns danach, nach das Ganze wieder gesehen haben. Ich war in meinem Leben noch nie verliebt. Mhm. Und dass ich jetzt in Sandra verliebt bin, ist sehr, sehr wichtig für mich. Weil ich hatte das so ein Gefühl noch nicht. Ich will ja alles richtig machen, weißt du? Weil ich war noch nie so Beziehung. Manchmal mache ich Sachen, weil ich so gewohnt bin, alleine zu sein, weißt du? Aber nicht Sachen wie zum Beispiel mit anderen Frauen, aber so ganz normale Sachen, wo ich mich nur um mich kümmere und vergiss manchmal, weißt du, ja, Sandra ist neben mir, komm, gehen wir essen oder so, weiß ich nicht. Aber ja, ist schon ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl und ich denke, es wird sehr gut klappen und sehr lang dauern zwischen uns. Oh, das ist ja ideal. Ja, dann halt die Frau auf jeden Fall fest. Mach ich, ja. Und ja, vielleicht sehen wir euch dann ja nochmal bei Temptation Island oder so, man weiß es nicht. Oder. Aber da kann man ja mal schauen. Checkt auf jeden Fall Tommys Instagram ab, Link dazu ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr sehen, was der noch so macht. Eine Frage noch persönlich, wie sieht's aus, als du geschwommen bist, wie hoch, also welches Niveau war das? War das schon so Olympia-mäßig oder? Also ich war Finalist in Weltmeisterschaften in 2019, so im Sommer habe ich mich verletzt in der Schulter und ich hatte auch keine Motivation mehr, ich wollte einfach nicht mehr weitermachen, weil ich habe geschwommen, seit ich 7 Jahre alt war. Ja.
Und Schwimmen ist ein sehr schwieriger Sport. Du musst zweimal am Tag trainieren, einmal um 5 in der Früh und einmal so um 18 Uhr am Abend. Du hast einfach kein Leben. Und auch dazu kommt, dass du nicht so viel Geld dazu verdienen kannst. Das heißt, du musst einen Job daneben haben. Ja. Und stell mal vor, wie anstrengend das ist. Und dann hatte ich einfach keine Motivation mehr. Ich hatte das Problem an der Schulter. Dann kam auch die News, dass Olympischen Spiele noch später sein werden. Ja. Also nicht normalerweise in 2020, wie es sein sollte. Da dachte ich mir, nein, ich kann noch nicht jetzt 2 Jahre weitermachen. Ich habe da keine Motivation mehr für. Deswegen, ich wollte einfach neue Sachen erleben, würde ich sagen. Ja. Und so ist es dann dazu gekommen. Krass, richtiger Wandel nochmal vom Profisportler zum Reality-Star. Ja, wie gesagt, wenn da noch was kommt und du noch in Formaten bist, dann werde ich es auf jeden Fall mitbekommen. Da werde ich es auf jeden Fall begleiten auf dem Kanal. Dann können wir gerne darüber nochmal reden, wenn du willst. Richtig, das wäre natürlich ideal. Ja, genau. Also Leute, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, genau richtig. Abonniert Tommy auf Instagram. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Ciao, ciao, bientôt.